Ich glaube, ich muss ein kleines bisschen ausholen, um etwas über dieses Buch zu sagen. Ich bin ja 1987 geboren und war 2,5, als die Mauer gefallen ist. Ich habe also keine eigenen Erinnerungen an die DDR. Und ich glaube, für uns Nachwendekinder ist es typisch, dass wir uns die Geschichte irgendwie nachträglich erschließen müssen und groß geworden sind in Erzählungen von der DDR, aber ohne eigene Erinnerung, ohne eigenen Zugriff auf diesen Teil deutscher Geschichte. Und woran ich mich vor allem sehr gut erinnere, ist, dass es eine sehr ambivalente, sehr widersprüchliche, ambivalente Erzählung von der DDR gab. Einmal eine Erinnerung an vor allem die Diktatur, die uns so medial zugespült wurde oder auch im Schulunterricht vorkam, wenn es überhaupt vorkam. Und demgegenüber sehr alltägliche, private, ganz andere Geschichten, die wir von zu Hause aus dem Bekannten- und Familien- und Freundeskreis gehört haben. Und diese Erzählungen hatten irgendwie gar nichts miteinander zu tun und standen sich auch sehr unvereinbar gegenüber an vielen Stellen. Gerade auch die Großelterngeneration, die sehr viel, sehr positive Erinnerungen an die DDR hatte und demgegenüber die Diktatur und die Verfolgung. Und ich glaube, wir saßen alle so da und waren, okay, was? Wie gehört das eigentlich zusammen? Ich habe, der Historiker Martin Sabrow nennt das eine das Diktaturgedächtnis und das andere das Fortschrittsgedächtnis. Und er benennt noch ein drittes Gedächtnis, das sogenannte Arrangementgedächtnis, das so eine Brücke schlägt zwischen beiden oder einen Zwischenraum und auch eine dritte Position einnimmt und sowohl sich mit der Machtsphäre auseinandersetzt und dem Repressionsapparat der DDR als auch mit dem Alltag, der vielleicht ganz anders davon mehr oder weniger beeindruckt stattgefunden hat. Und ich finde, Was bleibt von Christa Wolf schließt für mich diese Lücke zwischen diesen Gedächtnisformen, weil beziehungsweise ist für mich ein Buch, das mir dieses Arrangementgedächtnis, das ich lange auch nie ganz verstanden habe oder ja, was so, diese beiden Pole waren so klar da und dass es noch was Drittes geben könnte, einen dritten Weg, sich an die DDR zu erinnern und über sie zu sprechen und vielleicht Sätze mit einerseits und andererseits anzufangen. Dafür ist dieses Buch für mich total wichtig gewesen im Sprechen darüber oder hat auch so einen Möglichkeitsraum, einen Erzählraum aufgemacht, was glaube ich. Also das Buch erzählt ja den Tag im Leben einer Schriftstellerin, die von der Stasi observiert wird und tut damit genau das, denkt ganz viel über die Machtsphäre und die Repression nach und die eigene Position darin und erzählt aber auch ganz stark von einem sehr alltäglichen Umgang und Klarkommen damit, ohne zu skandalisieren, aber auch ohne es zu verschweigen. Und ich glaube, das hat schon auch mit der Position von Christa Wolf innerhalb der DDR zu tun, dass ihr das überhaupt möglich war, die ja als sehr privilegierte Schriftstellerin zwar überwacht wurde, aber eben auch geschützt war durch ihren Ruhm vor allzu starken Repressionen. Genau, aber erstmal auf so einer ersten Ebene war dieses Buch ein Erzählraum, den ich bislang so nicht kannte und der weder das eine noch das andere stark vernachlässigt hat und so ein neues, auch ganz unaufgeregtes, komplexes Sprechen über diese Dinge möglich gemacht hat. Und als solcher war für mich total wichtig, als ich 2010 in der Schweiz war zum Studieren, habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal gelesen und dann auch immer wieder. Und selber angefangen habe, mich literarisch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ja, da war das einfach ein Text, der sowohl eine Tür in die DDR aufgemacht hat und mir Dinge erzählt hat, als auch eine Sprache gefunden hat. Um Sprache finden geht es auch ganz viel, darüber anders zu sprechen, als ich es bislang kannte oder als es sich so unvereinbar gegenüberstand. Naja, und dann gibt es ja noch die ganze zweite Geschichte dazu, dass nicht nur der Text spannend ist, sondern die Rezeptionsgeschichte auch eine sehr besondere ist und dass dieser Text den deutsch-deutschen Literaturstreit ausgelöst hat, der im Wesentlichen anhand dieses Textes, den Christa Wolf, ich glaube, 1979 geschrieben, aber dann erst 1990 veröffentlicht hat,
Und anhand dessen sehr grundsätzlich verhandelt wurde, wie mit Kunst aus der DDR überhaupt umzugehen ist. Und ich habe den Text ja dann viel später gelesen und im Nachhinein kamen mir diese Positionen, die sich da so unvereinbar gegenüberstanden, irgendwie auch absurd vor. Vielleicht einfach, weil schon 20 Jahre vergangen waren. aber das hat mich dann ein bisschen mit der Rezeptionsgeschichte zu beschäftigen, mir auch noch mal viel erklärt und erzählt darüber, was die 90er eigentlich für eine Zeit gewesen sind und wie grundsätzlich da verhandelt wurde, wer überhaupt öffentlich noch sprechen darf und worüber und aus welcher Position heraus. Als ich klein war, haben natürlich die Kinderbücher vor allem eine sehr große Rolle gespielt, wobei ich mich mit 5 noch nicht dafür interessiert habe, wo dieses Buch geschrieben, gedruckt und publiziert wurde. Es gab sehr viel Literatur zu Hause. Meine Mutter hat mir jeden Abend vorgelesen. Wir haben sehr viel zusammen gelesen. Bücher waren in meiner Kindheit sehr präsent. Und wenn ich mir die heute anschaue, bin ich vor allem auch von den Illustrationen sehr beeindruckt. Ich finde wirklich diese Kinderbücher unfassbar toll illustriert. Und habe auch, ich hab nur gelesen, dass die sich im Osten und im Westen Deutschlands sehr unterschiedlich verkaufen, wenn sie neu aufgelegt werden und dass sie sich im Osten eigentlich, dass sie im Osten eigentlich nur gut laufen in den neuen Bundesländern, wenn die alten Illustrationen drin sind und im Westen sich eher verkaufen, wenn sie neu illustriert wurden. Fand ich auch interessant, einfach was für ein ästhetisches, kulturelles Empfinden sich da vorzutragen scheint. Ich bin in Potsdam aufgewachsen, was glaube ich wichtig ist, weil es eine relativ große Stadt mit naher Anbindung an Berlin ist und ich inzwischen die Feststellung mache, dass andere Nachwendekinder, die eher auf dem Land aufgewachsen sind, ganz, ganz anders groß geworden sind als ich. Und außerdem bin ich in einer Familie aufgewachsen, die sich immer sehr für Kunst und Kultur interessiert hat, darin auch gearbeitet hat. Und ich habe die 90er als eine sehr chaotische Zeit in Erinnerung. Ich habe so ein Baustellengefühl dieser Zeit gegenüber. Eigentlich waren immer überall Bagger und Kräne und die Stadt hat sich die ganze Zeit verändert und die Biografien der Elterngeneration haben sich permanent verändert. Es wurde umgeschult und es gab ALG-Zeiten und es gab Umorientierung, neue Berufe, die ergriffen wurden, Beziehungen, die sich sehr verändert haben. Genau, also das war mir natürlich als Kind nicht so klar, aber im Nachhinein und auch im Vergleich zu westsozialisierten FreundInnen, mit denen ich so spreche, merke ich, dass die in ganz anderen Stabilitäten und Kontinuitäten groß geworden sind als ich. Sowohl architektonisch als auch politisch, als auch finanziell, als auch beruflich, privat. So. Und gleichzeitig sind da natürlich total viele Freiräume entstanden, sowohl für unsere Eltern, aber auch für uns Kinder. Ich glaube, das wird sehr unterschiedlich erinnert an manchen Stellen. Ich hab den Eindruck, dass manche Nachwendekinder auch sagen, naja, irgendwie waren wir auch alleingelassen und vernachlässigt. Und gleichzeitig waren wir auch sehr frei in der Entfaltung, in den Entfaltungsmöglichkeiten. Ich glaube einfach, weil unsere Eltern selber gerade nicht so eine konkrete Idee davon hatten, wie es weitergeht und wie das mit dem Leben überhaupt klappt in dieser Umbruchszeit. Das war eine gute Zeit. Und was ich dann noch erinnere, als Jugendliche haben die Dinge sich dann irgendwann stark verändert, als so eine Politisierung auch eingetreten ist. Ich erinnere mich viel daran, gegen Nazi-Demonstrationen mitgelaufen zu sein und
ja, auf die Konflikte, die sich in der Stadt, in den Quartieren auch ausgetragen haben, wie normal es war, dass bestimmte Bezirke gefährlicher waren als andere, weil man da irgendwie auf die Fresse hätte kriegen können, ist mir alles erst später klar geworden. Und gleichzeitig, als vor ein paar Jahren der Hashtag Baseballschlägerjahre aufkam, der so viel über rechte Gewalt der 90er und Nuller Jahre im Osten angefangen hat nachzudenken, habe ich eigentlich erst verstanden, wie privilegiert ich gleichzeitig groß geworden bin in Potsdam, was immer noch keine Neonazi-Hochburg war. Viele Bezirke, Quartiere hatte, in denen ich zumindest als Weiße völlig unbehelligt irgendwie groß werden konnte. Also erstmal habe ich mich sehr lange überhaupt nicht dafür interessiert, was damit zu tun hatte, dass ostsozialisiert groß geworden zu sein einfach die Normalität war. Das galt für die meisten bis zum Abitur um mich herum. Und aufgefallen, dass es irgendwie noch eine Rolle spielen könnte, ist mir eigentlich erst, als ich nach dem Abitur nach Frankreich gegangen bin, dann in die Schweiz gegangen bin und plötzlich umgeben war von mehrheitlich Menschen, die nicht ostsozialisiert groß geworden sind und an etlichen Stellen dachte, Moment mal, hier ticken Dinge unterschiedlich. Und ich glaube, dieses Erlebnis teilen viele Nachwendekinder, sobald sie ihren Herkunftsort verlassen. Genau, und ich glaube, im Vergleich mit den westsozialisierten Freundinnen sind mir über die Zeit etliche Dinge aufgefallen, die uns einfach voneinander unterscheiden in der Prägung, in der Erfahrungswelt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, der Unterschied, dass wir ostsozialisierten Nachwendekinder viel weniger an eine politische und gesellschaftliche Stabilität glauben als meine westsozialisierten FreundInnen. Es gibt etliche so kleine Momente, an denen das immer wieder hochkommt. Zum Beispiel, wenn jetzt so Mitte 30 manche anfangen mit Altersvorsorge und mit Rente. Und wir Ostsozialisierten beieinander sitzen und denken, ja, Rente wird es doch eh nicht geben, wenn wir alt sind, das lohnt sich nicht, das können wir vergessen. Bis dahin ist das System wieder umgestürzt und ist hier wieder ein neuer Start. Also wir haben irgendwie nicht so einen Glauben an eine politische Kontinuität, der sich immer wieder äußert. Und ich glaube, an bestimmten Stellen nützlich ist. Also zum Beispiel, als jetzt die Corona-Krise kam und plötzlich bestimmte Lebensmittel ausverkauft waren. Oder ne, da sind, ich glaube, manche in meinem Freundeskreis, und das waren eher die Westsozialisierten, sind vollkommen durchgedreht und waren aufgeregt. Und ich habe immer eher da gesagt, ja gut, dann gibt es heute keine Hefe, dann backen wir einen anderen Tag Hefezopf, was soll's, das ist ja nicht so, dass es nichts mehr zu essen gibt. Also es gab so einen ganz anderen Umgang damit, dass ein Warenmangel herrschte. Und ich glaube, das hat zum Beispiel ganz stark damit zu tun, dass ich den Warenmangel der DDR aus den Erzählungen kenne. Und das, also ich glaube, diese Ostsozialisierung kann auf einer Seite eine Art Krisenbeständigkeit bedeuten oder überhaupt eine Gewöhnung daran, dass die Welt sich verändert. Das wäre ein positiver Aspekt. Und gleichzeitig überträgt sich auch die relative Schlechterstellung der Ostdeutschen, sei sie subjektiv oder objektiv. Für beides gibt es, glaube ich, gute Gründe. Im Vergleich mit den Westdeutschen überträgt sich auch auf die nächste Generation so ein chronisches Gefühl der relativen Schlechterstellung, wirtschaftlich vor allem. Und an den Stellen steht es einem, glaube ich, manchmal auch im Weg. Aber ja, dieser Unglaube daran, dass die Dinge bleiben, wie sie sind, politisch, ökonomisch, halte ich für einen der wichtigsten Unterschiede, mal abgesehen davon, dass wir eben mit anderen Kinderbüchern teilweise sozialisiert sind, dass es sich andere Nacktbadepraktiken vortragen oder so Alltagsdinge, an denen es auch immer wieder spürbar wird.
Ich finde es schwierig, weil diese Begriffe, auch das ist, glaube ich, ein typisches Nachwendekinderding, dass wir in all diesen Begriffen nicht zu Hause sind. Wir sind für unsere Familien, weil wir die DDR nicht mehr kennengelernt haben, weil wir von wahnsinnig vielen Dingen gar keine Ahnung haben, oder sie erfragen müssen, um sie zu verstehen, sind wir für unsere Familien häufig Wessis. Oder den Satz kenne ich auch von zu Hause, na, du bist doch ein Westkind. Und wenn wir aber bei unseren westsozialisierten Bekannten sind, sind wir die Ossis, die irgendwie mal erzählen sollen, wie das eigentlich früher war und die aus dem Russischen übersetzen können sollen und die irgendwie ja, so ExpertInnen werden für den Ostblock, die wir nicht sind. Also ich glaube, diese komische Zwischenposition ist auch was Typisches, weshalb beide Begriffe für mich nicht so wirklich stimmen. Und für mich habe ich den Begriff der Ostsozialisierung gefunden, mit dem ich mich gut identifizieren kann. Und weil ich schon glaube, dass es für mich, mein Leben, meine Prägung, meine Auffassung, meine Weltanschauung eine Rolle spielt, dass ich in den 90ern im Osten und nicht im Westen Deutschlands groß geworden bin. Genau, deswegen spreche ich gern von Ost- und Westsozialisiert, auch weil in den wissenschaftlichen Studien gelten, glaube ich, bis heute alle als Ostdeutsch, die jetzt in den neuen Bundesländern leben. Was auch absurd ist, weil natürlich sehr viele Zugezogene inzwischen auch da leben. Also die Begrifflichkeiten werden da schwierig. Ich finde, mit Ost- und Westsozialisiert kann ich jedenfalls ganz gut arbeiten und mich auch identifizieren. Also erstmal kann ich mich vor allem an eine Art Schock und komplettes Unverständnis erinnern, als ich 2016 meinen Debütroman veröffentlicht habe, weshalb zur Hölle ich mich mit dem Kram jetzt noch beschäftige. Und das war sowohl im Osten wie im Westen des Landes auf den Bühnen eine der die meistgestellte Frage schlechthin. Warum du als Nachgeborene? Und ich glaube, es bestand auch eine Art Hoffnung, dass die Unterschiede sich erledigen würden über die Generationen und wir Nachwendekinder sind eine Art verkörperte Enttäuschung dieser Hoffnung, dass die Ost-West-Unterschiede sich einfach mit der Zeit und mit den Generationen, die die Teilung gar nicht mehr erlebt haben, erledigen würden. Und ich glaube, was wir vor allem beitragen können, und auch im Moment viel beitragen, nach meinem Eindruck, ist einen Fokus auf die 90er und die Nullerjahre zu legen und den ganzen Prozess der Vereinigung stärker zu reflektieren. Weil das ist die Zeit, in der wir groß geworden sind, das ist die Zeit, die uns geprägt hat und ich glaube, von der ich jedenfalls auch sehr viel stärker geprägt bin als von der DDR, die ich gar nicht erlebt habe. Ich bin mehr von den Erinnerungen daran geprägt, aber vor allem von der Umbruchszeit, dem Prozess der Wiedervereinigung. Und ich glaube auch, es ist kein Zufall, dass wir Nachwendekinder jetzt so Stück für Stück zunehmend in ein Alter kommen, in dem wir öffentlich sprechen, diese Themen anfassen und angehen. Und dass zeitgleich in meiner Wahrnehmung die Vereinigung und der ganze Prozess drumherum auch viel stärker reflektiert wird. Dass plötzlich die Treuhand wieder ein Thema wird und was da eigentlich passiert wird und Dokumentationen entstehen. Oder solche Dinge. Also ich glaube, ja, dass das schwerpunktmäßig vielleicht etwas ist, was wir beitragen können. Und gleichzeitig habe ich auch oft das Gefühl, dass wir unbefangener oder mit weniger Verhärtung darüber sprechen können, weil wir durch die gleichzeitige Ost- und Westsozialisierung irgendwie einen besseren Zugang vielleicht auch in beide Richtungen haben. Oder ich ja, erlebe mich schon manchmal auch in privaten Konstellationen als Vermittlungsperson zwischen älteren Generationen, die auch so von den gegenseitigen
von den Vorurteilen, die es in den 90ern, glaube ich, besonders stark gegeben hat, oder eben von der Verhärtung, die auch Was bleibt ausgelöst hat zwischen, genau, also ich glaube, dass wir Nachwendekinder die Verhärtung zwischen ostdeutschen und westdeutschen Positionen, Zugriffen auf Themen auf eine Art auflösen können. Oder, naja, auflösen ist jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber zumindest dadurch, dass wir diese Abwertungserfahrung der eigenen Biografien, das Nicht-Anerkennen von Ausbildungen, die nicht vorhandenen Rentenpunkte und so weiter, dadurch, dass wir diese kollektive Deklassierung, die in den 90ern im Osten stattgefunden hat, nicht am eigenen Leib erfahren haben, können wir, glaube ich, von einer anderen Position in beide Richtungen gut sprechen.